Hallo, ich bin der Philipp von Tokaido und ich zeige euch heute die Tokaido Wettkampfgürtel gleich nach dem Intro. So, wie ihr schon sehen könnt, habe ich hier die beiden Tokaido Wettkampfgürtel einmal in Rot und einmal in Blau vor mir liegen. Die sind natürlich WKF zugelassen, wie man unschwer erkennen kann und grundsätzlich auch möglich sowohl im Kumite als auch im Kata bei den Wettkämpfen einzusetzen. Ich persönlich würde jetzt empfehlen, diese Gürtel aber eher für die Kumite-Wettkämpfer, da der Gürtel bewusst ein bisschen dünner gehalten wurde, damit auch hier es ganz bequem möglich ist, einen Knoten zu machen. Und dadurch, dass der Gürtel ein bisschen dünner ist, ist er natürlich auch leichter, weil beim Kumite ist natürlich auch so, alles, was man mit sich rumträgt, ist unnötiger Ballast. In dem Sinne ist es auch so, dass man diese Gürtel in 10er Schritten bekommen kann bei der Länge. Das heißt, man kann auch hier die ideale Wettkampflänge für sich herausfinden. Aber auch für die Kata-Leute, wie gesagt, nicht überwerten. Grundsätzlich, wenn man sagt, man fängt mit dem Kata an und geht auf die ersten Kata-Wettkämpfe, kann man sich das auch überlegen, diese Gürtel zu verwenden. Ansonsten, wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist, gebe ich euch hier einen Link zu einer Alternative, die speziell für den Kata-Wettkampf gemacht wurde. So, wenn ihr weitere Fragen zu den Gürteln habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an info@tokaido.de oder wenn ihr möchtet, könnt ihr auch diese Gürtel hier in unserem Webshop bestellen. Bitte nur darauf aufpassen, wenn ihr eine Bestickung auf diesen Gürtel macht, kann es sein, dass der für manche Wettkämpfe dann nicht mehr zugelassen ist. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!